Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Was es heute bei uns gibt, hat je nach Region unterschiedliche Bezeichnungen. Und zwar zum Beispiel Fleischpflanzerl, Buletten, Frikadellen und so weiter. Dazu gibt es Kartoffelstampf mit Bratensoße. Die gezeigten Zutaten reichen für 2 Portionen. Zuerst erhitze ich in einem kleinen Topf etwas Milch. Eine altbackene Semmel wurde bereits zerbröselt und wird nun mit Milch übergossen. Man darf nicht gleich zu viel Milch dran geben, lieber gibt man mehrmals etwas Milch dran. Die Semmelbrösel sollen zwar komplett durchweichen, aber sie sollen nicht zu nass werden. Das lasse ich jetzt gut durchziehen. Eine große rote Zwiebel wird in Würfel geschnitten. In einer Pfanne erhitze ich etwas Butterschmalz und gebe die Zwiebelwürfel hinein. Mit knapp mittlerer Hitze werden die Zwiebelwürfel glasig gedünstet. Sie können ruhig noch etwas Biss haben, dann nehme ich sie heraus und gebe sie in eine Schüssel. Jetzt schneide ich eine Frühlingszwiebel in dünne Ringe und dünste sie auch leicht in der Pfanne. Dazu presse ich noch eine Knoblauchzehe. Nach kurzer Zeit nehme ich beides wieder heraus und gebe es zu den Zwiebeln. Eine Schalotte wird in kleine Würfel geschnitten und auch mit etwas Butterschmalz in einem Topf angebraten. Sie sollen ruhig Röstaromen entwickeln, dürfen aber nicht schwarz werden. Dazu gebe ich noch etwas Tomatenmark und 2 bis 3 Würfel meiner tiefgekühlten Jus. Sobald die Zwiebeln etwas Farbe angenommen haben, lösche ich mit etwas Rotwein ab. Dann kommt noch ein Rest Bratensoße hinzu, die ich noch übrig hatte. Wer das nicht hat, nimmt etwas Rinderfond. Jetzt würze ich mit reichlich Thymian. Die Soße wird aufkochen gelassen und dann durch ein Sieb gestrichen. Nun würze ich mit Pfeffer und Salz und stelle die Soße auf einer anderen Stelle warm. Nun schäle ich eine große Handvoll Kartoffeln. Sobald sie fertig geschält sind, kommen sie in den Topf mit Wasser und etwas Salz.
500 Gramm gemischtes Hackfleisch kommt in eine Schüssel und die aufgeweichte Semmel dazu. Ich nehme gerne etwas mehr Rinder als Schweinehack. Das schmeckt mir einfach besser, aber das ist jedem selbst überlassen. Dann kommen die Zwiebeln komplett hinein. Zwei Teelöffel Senf und ein Teelöffel Tomatenmark sowie ein Ei kommen noch dazu. Ich würze mit gemahlenem Kümmel, Petersilie, Majoran etwas Paprika edelsüß und dann Salz und Pfeffer. Dann wird alles per Hand gut durchgemischt und die Semmelbrösel, soweit sie noch nicht ganz aufgelöst sind, zerdrückt. Dann forme ich 5 Teiglinge aus der Masse. In der Pfanne erhitze ich wieder etwas Butterschmalz. Und gebe die rohen Fleischpflanzerl hinein. Sie werden erst von beiden Seiten mit etwas mehr als mittlerer Hitze angebraten und dann unter dem Deckel für 15 Minuten bei kleiner Hitze fertig ziehen gelassen. Sobald die Kartoffeln gar sind, gieße ich sie ab und zerdrücke sie mit dem Kartoffelstampfer. Ich gebe reichlich Butter hinzu und würze mit Muskatnuss. Dann gieße ich wieder etwas heiße Milch an. Dann würze ich noch mit Salz und Pfeffer und vermische alles ordentlich. Auch die Fleischpflanzerl sind jetzt fertig und es kann angerichtet werden. Guten Appetit! Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und ihr verpasst dann auch kein weiteres Video mehr von mir. Im Abspann gibt's noch weitere interessante Links. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.